Moin, willkommen bei Elzerpaar zum Online-Shop der Lüdemann und Zankler AG. Was habe ich heute für euch? Ein Dacia Duster 2 oben auf der Hebebühne. Aber der Punkt ist, mit dem Modell 2020, da hat sich ein bisschen was geändert. Und das wollte ich euch ganz gerne mal zeigen. Ich habe hier eine kleine Kamera. Jetzt kann man mich auch wieder sehen. Und jetzt sieht man mich doppelt sozusagen mit zwei Bildschirmen. Ich nehme die mal mit, und dann schauen wir mal unter den Dacia Duster. Da hat sich hier in der Form was geändert. Hier vorne zum Beispiel. Das hier. Das sind sogenannte Radspoiler bzw. Luftleitbleche. Sie haben aber auch den Vorteil, dass wenn man durch eine Pfütze fährt, das Wasser hier gebrochen wird und nicht mehr so stark über die Windschutzscheibe geht. Das ist ein positiver Nebeneffekt. Aber es sind Luftleitbleche. Und mit diesen Luftleitblechen, da hat sich noch ein bisschen mehr getan. Also beim Dacia Duster, das ist ein AdBlue DCI. Der hat schon eine angenehme, stabile Motorschutzplatte hier drunter. Das hier ist kein Unterfahrschutz. Na? Also unser Unterfahrschutz, der kommt noch. Ich hoffe, dass der Mitte April fertig ist, wie auch der AdBlue-Tankschutz. Hier hat man eine Änderung vorgenommen, das ist jetzt Kunststoff. Das liegt nicht in meinem Ermessen, das zu bewerten. Wir haben hier eine Tankschutzplatte dran. Die Tankschutzplatte ist mit Modellpflege 2020 so ausgewiesen, dass sie nicht passt. Da muss hier ein Stück weggeschnitten werden, dann passt sie auch. Das ist nichts Wildes. Dann sieht man hier, da greife ich jetzt nicht hin, weil das ist alles voll mit Unterbodenschutz. Warum? Okay, das machen wohl Roboter. Wie auch immer, weil das ist alles mit einer Kunststoffverkleidung. Das heißt, hier ist sehr viel, auch hier drüben, das ist jetzt alles mit einer Kunststoffverkleidung. Man hat wohl im Unterbodenbereich zwecks Verbrauchsoptimierung, wie LTP, wie auch immer, Optimierungsmaßnahmen wahrgenommen. Also Tankschutzplatte, Differentialschutzplatte und das hier ist Kunststoff, AdBlue. Naja, übrigens, da könnt ihr so viel drüber reden, wie ihr wollt. Rostig sieht zwar nicht gut aus, aber das ist voll mit Metall sozusagen. Und von daher nichts Wildes. Wenn das jetzt in den täglichen Gebrauch kommt, dann sieht es nachher auch nicht mehr ganz so wild aus. Nur wenn es ein bisschen steht, das ist vollkommen normal. Hier war vorher irgendwie mehr drauf. Da müsste ich beim meinem nochmal drunter schauen, bei unserem Painit. Das hier kann ich leider erst machen, wenn die Unterfahrschutzplatte, die wir haben, die wird bis hierhin gehen. Da muss ich mal gucken, inwieweit das dann kompatibel ist. Wiederum hier mit dem neuen, was mir nicht so gut gefällt. Aber nochmal eine neue Unterfahrschutzplatte werde ich nicht machen. Und dann wird an dieser Unterfahrschutzplatte die nächste anschließen für dieses, ja, Abgasrückstauventil oder diese Klappe, die hier drin sitzt. Weil wenn die aufsetzt, dann wird es teuer. Gut. Wollte ich euch bloß mal gezeigt haben. Also es tut sich etwas in der Modellpflege, nur wird es einem nicht unbedingt gesagt. Es fängt eben halt hier mit diesen Radspoilern an, zieht sich dann über den gesamten Unterboden, Leitungsschutzplatte und eben halt diese Kunststoffverkleidung. Und eine Änderung, die ist ärgerlich. Da muss ich mal das Auto runterlassen, damit ich euch das zeigen kann. Wurde mir auch nicht gesagt. Ach, guck mal hier, Anschlussrohr, 100 mm, saugend, schmatzend, völlig sauber da drin. Natürlich das Ganze noch mit Zinkspray, damit nichts anfängt zu rosten. Dann hat man das auch mal gesehen.
Den Radlaufschutz kennt ihr ja auch. Sauber angebracht. Seitenschutzbeplankung kennt ihr auch. So, das ist nämlich ein Kundenfahrzeug, der ist bestellt. Er geht jetzt noch gleich in die Aufbereitung, wird schön sauber gemacht. Hier haben wir die Laserlamps ST4 Evolution drauf mit unserem Antec Frontbügel. Dann hier Wasser- und Steinschlagschutz elektropoliert. Die ST4 Evo so weit zurückgestellt, dass sie möglichst wenig mit der Kamera in Konflikt kommen. Deswegen so weit nach hinten gestellt. Sport- und Schutzpaket muss jetzt geklebt werden. Das ist also nicht mehr mit Gummilippe oder so etwas, sondern wird komplett verklebt. Spiegelkappen, Sharkantenne, Heckspoiler, Windabweiser. Windabweiser sind für Spaltbelüftung, mal ganz deutlich gesagt. Also Fenster komplett offen und dann 120 km/h, dass die dann ins Flattern kommen, ist vollkommen normal. Das machen die auch nicht mit, dafür sind sie auch nicht gedacht, sondern Spalt aufmachen und dann Lüftung und dann ist es gut. Also, was haben sie geändert und uns nicht gesagt? Das ist hier im Bereich Mittelarmlehne. Hier, der Wagen ist noch eingepackt, deswegen ich lasse es jetzt auch drauf. Dort hat man die Aufhängung verändert, so dass man die Mittelarmlehne mit Staufach nicht nachrüsten kann. Das heißt, hier fehlt die Klammer. Wir wissen gar nicht, wie wir die Mittelarmlehne demontieren sollen. Aktuell halt das Problem, was wir haben. Da bin ich aber dran, noch eine Lösung zu finden. Aktuell für das Modelljahr 2020. Also Modelljahr 2020. Das wichtigste Merkmal bei 2020 sind eben halt die Radspoiler vorne oder Luftleitbleche, sind aber keine Bleche. Daran weiß man das. Also für 2020 aktuell lässt sich die Mittelarmlehne nicht umrüsten. Okay, dann hoffe ich mal, wie immer, dass ich weiterhelfen konnte. Ich stelle die Kamera noch ein bisschen weiter runter. Und sage wie immer, bis denn dann.